Ja, ich bin froh, es ist mal endlich ein Entscheid da, obwohl er nicht so ausgefallen ist, wie ich ihn für richtig halte. Im Gegenteil, ich finde es natürlich ein kleiner Skandal, dass der, der Missetat begangen hat, ungeschoren davor kommt und der, der darauf hingewiesen hat, der wird am Schluss verurteilt. Und zwar zu einer bedingten Geldstrafe von 120 Tagessätzen an 340 Franken wegen Verletzung des Bankgeheimnisses. Der Einzelrichter wirft am Hermann Ley vor, opportunistisch gehandelt zu haben. Sein Anwalt widerspricht. Der Klient hat gehandelt im Interesse von unserem Staat, wie er das verstanden hat und wie ich das auch verstand. Es war nicht opportunistisch gewesen, denn er hätte ja auch gerne nicht wollen mit seinem Namen irgendwo auftreten. Durch eine Indiskretion beim Bankrat ist dann sein Name überhaupt ins Spiel gekommen. Auch der Hermann Ley betont, dass er die Affäre nicht für sich nutzen wollte. Wir haben gesucht, einen Weg zu finden, einen legalen Weg, und sind darum zu einem Parlamentarier gegangen, der dann konnte zum Bankrat gehen. Genau das haben wir gemacht. Whistleblower haben es halt schwer in der Schweiz. Das Gericht hat einfach gesagt, dass es nicht langt, um voll die Aktion zu rechtfertigen. Ein gewisses Verständnis vom Gericht hat klar durchgeschimmert. Darum ist es auch bei relativ geringen Geldstrafen geblieben. Trotz dieser eher tiefen Geldstrafe, der Hermann Ley zieht ein ernüchterndes Fazit. Es ist einfach unerträglich, dass man 4 Jahre lang geplagt und am Schluss noch verurteilt wird, wenn man sagt, man muss etwas machen für das Land. Das ist die Nationalbank in einer Extremsituation in den Händen von Spekulanten. Und wenn man das aufdeckt und dann so zudeckt wird, wie wir es geworden sind, dann muss man sagen, das hat sich nicht gelohnt. Ob der Hermann Ley das Urteil vom Bezirksgericht weiterzieht, will er sich noch gut überlegen.